So, hallo. Bin zurück aus der Schule. War wieder wie immer sehr schön. Ja, wirklich toll. Kann ich nicht anders sagen. Die Schüler sind da wirklich super. Ja, das macht richtig Laune da. Außerdem kann ich mich da voll ausleben. Ja? Also, einen besseren Job hätte ich nicht finden können. Ja, ich hoffe. Ja, was soll ich sagen? Ich würde am liebsten da bleiben, ja, und da ja nicht mehr weggehen, ja. So toll gefällt mir das da. Was ist denn das hier? Aha. Ja, da kam die Prüfung dazwischen von Microsoft. Ja, die denken, ich bin ein Schwerverbrecher. Ehrlich jetzt, ohne Quatsch. Was meinst du, was ich hier alles schon erlebt habe, ja? Weil die mich hier piesacken, ich meine, gut, ich blicke ja auch auf der einen Seite nie durch, ja, wie man hier mit diesen Sicherheitseinstellungen und diesen ganzen Quatsch, das lerne ich ja alles noch, ja. Aber kein Problem, bald bin ich darin auch ein Meister. Und dann können die sich dann weiß ich nicht. Ich mache sowieso, was ich will. Ja. Ob da jetzt jemand Facebook heißt, Microsoft oder Google, das ist mir scheißegal. Ja. Wie die alle heißen. Ja? Ich kümmere mich nur um mich. Ja? Und dann habe ich genug zu tun. Ja? Und das mache ich eben auch. Ja? Und zwar sehr gründlich. Hier, ich habe ja hier Schulden bei so einem Zigarettenfritzen. Der macht gerade Insolvenz. Schon wieder. Was will denn der von mir hier? Alles schön, okay? Super, Überprüfung. Wieder eine Über. Immer noch werde ich überprüft. Ja, die sollen mich ja prüfen. Mich kann jeder prüfen. Warum? Ganz einfach, weil ich ehrlich bin. Ja? Und ich habe nichts zu verbergen. Ja? Kann mich jeder prüfen. Jeder. Ich fordere halt zu oft, wenn man will. Ja? Und wenn nicht, ist mir auch scheißegal. Ja? Was interessiert ihr mich? Überhaupt nicht. Ja? Weil ich interessiere mich nur für Bienenstich und der Zaun. Die beiden Sachen interessieren mich zurzeit. Ja? Und natürlich die Kinder, ist ja klar. Kinder kommen bei mir an erste Stelle. Ja? Weil die Kinder sind das Wichtigste. Ja? Aber alles andere, hat Zeit. Ja, was soll ich sagen? Glaubt ihr mir ja sowieso nicht, wenn ich sage, ich bin wunschlos glücklich. Glaubt ihr das? Nein. Auf keinen Fall. Ja, werdet ihr das glauben. Aber doch ist es so. Ja, also. Ja, es ist einfach so. Was wollt ihr machen? Ich bin das glücklichste Wesen in allen Universen, die Gott geschaffen hat. Ja? Und da könnt ihr noch so lange gegenreden. Das bleibt eben so. Christoph! Mein Freund Christoph, du Wurm! Du hast gewonnen. Was hast du denn gewonnen? Nichts hast du gewonnen. Du hast einen Freund verloren. Ja? Sag ich dir. Ja? Du hast einen Freund verloren. Einen aufrichtigen. Einen ehrlichen. Ja? Wenn du das als Gewinn bezeichnest, dann tust du mir richtig leid. Ja? Dann bist du nämlich einer von den Kranken. Ja? Oh, krank. Gibt's ja ja nicht. Kinder, lasst euch nicht einreden von mir. Krankheit ist eine Erfindung. Ja? So was gibt es nicht. Ja? Wer krank wird, ist selber schuld. Warum? Er hat falsch gelebt. Ja? Denn wer richtig lebt, kann nicht krank werden. Ja? So einfach ist es. Okay, ciao.